Oh. Hey! Ich hab's gehört. Cool, bist du fertig? Ja, ich habe deine Schiebetür jetzt wieder richtig eingestellt. Super, dann kann ich das wieder zumachen, wenn es zu heiß ist. Übrigens gibt es darüber auch 2 Videos, wie ihr Fenster und Türen einstellen könnt. Werden wir euch mal hier oben verlinken. Ich weiß. Ja. Aber, wo ich dich schon mal hier habe, guck mal, was ich hier Schönes in der Hand habe. Plissé. Kannst du mir die anbringen oder können wir die zusammen jetzt einfach hier über die gesamte Front anbringen, weil die bringen richtig Hitzeschutz. Und ja, das war mir, ne? Ich merke das schon. Boah. Das wäre richtig cool. Ja, dann lass mal loslegen. Ja, super. Na dann, auf geht's. Wie bereits erwähnt, alle weiteren Videos rund um das Thema Fenster und Türen findest du nochmal direkt unter dem Video verlinkt. Unter anderem, wie du eine Haustür selber einbauen kannst oder wie du ein Rollladenband reparieren kannst für deinen Rollladen. Herzlichen Dank nochmal an plissépartner.de, die uns das Ganze hier zur Verfügung gestellt haben bzw. ermöglicht haben. Und bevor wir jetzt die Plissés anbringen, die sich Steffi gewünscht hat, müssen wir die natürlich bestellen. Und das Ganze ist wirklich ganz, ganz einfach. Ihr geht zunächst auf plissépartner.de und ihr findet dort natürlich auch Rollos, Lamellenvorhänge und natürlich Jalousien. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht nämlich um ein Plissé, besser gesagt um Hitzeschutzplissés. Viele von euch kennen das wahrscheinlich, die zur Miete wohnen. Die können außen keinen Rollladen oder sowas anbringen. Die können dann eventuell eher in drinnen ein Plissé anbringen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Es gibt nämlich noch eine Klemmträgermontage. Die ist natürlich dann von Löchern befreit, beziehungsweise ihr müsst da nicht bohren. So, ihr könnt hier Plissé nach Räume auswählen, sprich Wohnzimmer, Büro, Kinderzimmer, Badezimmer, Küche und Schlafzimmer. Oder ihr geht hier einfach rein, wählt euch eine bestimmte Farbe und könnt dann selber auswählen, ob das Plissé blickdicht sein soll, für einen Feuchtraum, lichtundurchlässig und so weiter und so fort. Wir nehmen jetzt mal diese Variante. Wir wählen jetzt mal hier einen Beige-Ton aus. Und für das Schlafzimmer würde ich auf jeden Fall blickdicht empfehlen und lichtundurchlässig. Bei blickdicht und lichtundurchlässig ist es so, dass wir ein Wabenplissé bekommen, das im Grunde doppelwandig ist und innen drin ist eine Silberfolie eingearbeitet. Die sorgt dafür, dass das ganze Plissé dann wirklich blickdicht ist und lichtundurchlässig. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass das ganze Plissé eine Wabenform hat und links und rechts kommt immer ein bisschen Licht durch. Sprich, ihr habt keine hundertprozentige Verdunklung. Das vorweg. Ja, dann wählen wir unsere Farbe aus. Übrigens könnt ihr euch auch kostenlose Stoffe zur Probe liefern lassen, wenn ihr euch ganz unschlüssig seid. Das Plissé an sich auswählen ist wirklich ganz, ganz einfach. Ihr geht einfach, klickt das dementsprechend passende Plissé an, geht auf Plissé konfigurieren, dann sucht ihr euch die Fensterart aus, beispielsweise 4-gigiges Fenster, Dachfenster, dazu kommen wir gleich nochmal, 3-gigiges Fenster, Trapezform, 5-eckiges Fenster und rundes Fenster. Wie ihr sehen könnt, ist eigentlich für jede Fensterart etwas dabei und wir haben ganz normale 4-eckige Fenster, die wählen wir dann aus. Und dann kommen wir zur Öffnungsart. Es gibt unterschiedliche Öffnungsart, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Plissé beispielsweise von oben nach unten bedienen oder VP2. Ihr könnt das Plissé von oben nach unten, von oben und von unten nach oben bedienen, sprich in allen Richtungen. Und das ist eigentlich die gängigste Art. Natürlich könnt ihr auch ein Plissé oder ein Doppelplissé nehmen mit 2 Stoffarten, ein VP3. Dann könnt ihr beispielsweise einen Verdunklungsstoff unten einwählen und oben einen Stoff, der Tageslicht durchlässt. Wir haben uns für die Variante VP2 entschieden. Die klickt ihr dann an und geht dann auf Weiter. Und jetzt kommen wir zu verschiedenen Montagearten. Wir nehmen jetzt einfach mal die Klemmträgermontage. Und dort könnt ihr schon im Bild sehen, dann gibt es 4 kleine Klemmträger, die wir dann am Fensterflügel befestigen. Die werden einfach nur raufgesteckt und an festgeschraubt, sprich hier werden keine Bohrungen nötig. Vorweg wählen wir natürlich nochmal unsere Schienenprofilfarbe aus. Wir nehmen jetzt mal hier Silber oder Weiß, spielt jetzt keine Rolle. Und dann seht ihr schon, wie ihr das Ganze ausmessen könnt. Und bei der Klemmträgermontage ist es so, dass ihr von Außenkante Glasleiste zu Außenkante Glasleiste das Ganze messen müsst und die Höhe natürlich die komplette Flügelhöhe. Und wir geben das Ganze mal hier 1000 mal 1500 beispielsweise und dann geht ihr auch weiter und dann ab in den Warenkorb und fertig habt ihr das erste Plissé ausgesucht. Ich möchte euch noch mal kurz zeigen, wie ihr eine andere
Haltevariante anbringen könnt oder auswählen könnt, die Glasleistenmontage. Und zwar ist das so, dass das Plissé dann quasi in den Glasleisten-Zwischenraum läuft. Und das Ganze ist auch ganz, ganz einfach auszumessen. Ihr müsst nämlich einfach nur das lichte Maß messen. Beispielsweise hier jetzt wieder Variante A oder B. Ihr müsst einfach nur von Glasleiste zu Glasleiste messen. Sprich, die Gummiebene, die müsst ihr nicht abziehen. Das macht das System automatisch. Das heißt, ihr gibt es hier wieder das passende Maß ein, geht dann auf Weiter und der Konfigurator zieht dann automatisch in der Breite, ich glaube, 3 mm ab und in der Höhe gar nichts. Zur Montage der Glasleistenmontage braucht ihr einfach nur einen Handschraubendreher und eine Schablone, die mit im Lieferumfang enthalten ist. Da nehmt ihr das kleine Gegenstück von dem Klemmträger, spannt es da ein und dann schraubt ihr das Ganze mit einem Handschraubendreher an jeden Eckpunkt fest. Nehmt dann die kleinen Spannschuhe, klipst sie drauf und fertig ist die Montage von dem Plissé. Bei der Klemmträgermontage sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ihr nehmt die Klemmträger, löst die Schraube so ein bisschen, damit der Haltewinkel sich hinten ein bisschen löst für das Flügelprofil und stülpt dann an jeden Eckpunkt einen Klemmträger an. Wichtig hierbei, dass ihr die Gummidichtung nicht mit einklemmt. Ansonsten kann es dazu kommen, dass das Fenster undicht ist. Sprich, ihr müsst wirklich nur den Fensterflügel mit dem Klemmträger befestigen. Das Ganze dann wieder fest oder handfest schrauben, den kleinen Deckel draufsetzen und dann könnt ihr die Klemmträger von dem Plissé wieder draufstecken und das Plissé ist auch fertig installiert. Was ihr vielleicht noch machen müsst, vom Werk aus ist ungefähr die Schnur 5 cm länger. Könnt ihr bei Bedarf eventuell noch ein bisschen ändern, wenn ihr möchtet. Bei uns haben wirklich alle Plissé zu 100% gepasst. Was vielleicht noch hilfreich ist bei der Montage von so einem Plissé, ist vielleicht ein kleiner Tritt. Der ist, glaube ich, ganz, ganz hilfreich, wie wir hier sehen können. Ja, beim Dachfenster sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wir wählen jetzt hier mal das Dachfenster aus. Und da könnt ihr natürlich auch wieder verschiedene Öffnungsvarianten auswählen. Wie bei den Plissés haben wir uns für die Variante DFP20 ausgewählt. Und hier ist es so, ihr müsst vorweg den Hersteller von dem Dachfenster auswählen. In Deutschland sind ganz, ganz weit verbreitet das Velux-Fenster und das Roto-Fenster, also der Hersteller an sich. Wem ist ein Velux-Fenster? Wie könnt ihr das herausfinden? Indem ihr das Fenster öffnet, irgendwo im Fensterrahmen befindet sich ein kleines Typenschild und da steht auch der Hersteller drin. Und das Ausmessen ist auch ganz, ganz einfach. Ihr müsst einfach im Fenster das lichte Maß messen und schon habt ihr das Plissé bestimmt. Was in den Lieferumfang mit dabei ist bei so einem Dachfenster, und zwar haben wir Führungsschienen, die wir dann auf der linken und rechten Seite befestigen müssen. Sprich, hier wäre ein Akkuschrauber vom Vorteil und eventuell macht ihr das Ganze zu zweit. Einer hält fest und einer schraubt dann. Und diese Führungsschiene, diese Leiste, dient einfach dazu, dass das Plissé dann später nicht durchhängt. Dann nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis von mir. Wenn ihr das Plissier im Sommer beispielsweise benutzt, dann bitte komplett geschlossen haben oder komplett geöffnet. Nicht zur Hälfte geöffnet, denn zwischen Plissier und Glas können sich durch die Hitze Spannung entwickeln. Und wenn ihr das dann zur Hälfte nur geöffnet habt, das Plissier, dann haben wir beispielsweise oben sehr warm, unten sehr kalt und dann kann es dazu kommen, dass das Glas dann reißt. Das wäre natürlich ziemlich ärgerlich. Und was ganz, ganz wichtig ist, bevor ihr die Plissiers montiert, überprüft die Plissés, geht eure Bestellung nochmal durch und jedes Plissé hat ein kleines Etikett. Kommen wir nochmal zu den Typen warmen Plissés. Es gibt natürlich auch Plissés, die einwandig sind, beispielsweise als Lichtschutz oder als UV-Schutz. Da kommt wirklich noch Tageslicht in den Raum hinein und man kann nur Umrisse von einer Figur oder von einem Menschen sehen. Bei das warmen Plissé beispielsweise im Schlafzimmer habe ich ja anfangs erwähnt gehabt, dass da eine Metallfolie eingearbeitet ist. Und für den normalen Wohnbereich gibt es auch Plissés, die Licht durchlassen, aber euch gleichzeitig vor Hitze, aber auch vor Kälte schützen. Denn in den warmen Plissé ist ja Luft drin und das ist nochmal ein zusätzlicher Dämmwert, der euch bei Sommer Kühle verschafft und bei Winter Wärme.
Wie bereits erwähnt, wenn euch das Ganze jetzt zu schnell gegangen ist, unter dem Video findet ihr nochmal den YouTube-Kanal. Dort könnt ihr, wie gesagt, alle Videos nochmal nachschauen oder ihr schaut auf der Webseite. Dort könnt ihr Stoffmuster bestellen, Plissés nach Eigenschaften suchen, Tiefpreisgarantie und einen Ratgeber. Also checkt unbedingt die Seite und hier sehen wir beispielsweise schon die Videos. Also es ist wirklich ganz, ganz einfach. Wow, das sieht aber schön aus. Das finde ich auch. Ja, hast du sehr schön gemacht. Hier dein Werkzeug. Meine Utensilien. Schere. Mehr braucht ihr eigentlich nicht. Schraubendreher, ne? Dann könnt ihr das alleine machen. Ja, ein Akkuschrauber ist schon ganz gut. Also jetzt hast du ja das Video und wenn du jetzt wieder ein Plissé bestellst, kannst du es auch alleine. Das kann man super alleine. Ein paar kleine Kniffe, deswegen ist das Video anschauen, glaube ich, schon echt hilfreich. Sehr hilfreich, ja. Wow. Und dank der warmen Plissés ist es jetzt auch ein bisschen kühler hier. Ja. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt die richtige Sonne reinknallt, wie sich das Ganze hier so entwickeln wird. Mhm. Aber ich denke, wir sind gerüstet jetzt gegen die Sonne. Ja. Ne? Also ich hoffe, dass die Sonnenstrahlen etwas gemildert sind. Ja, wir hoffen, euch hat das Ganze hier gefallen, das ganze Video. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, Handwerker Daumen nach oben geben und natürlich abonnieren. Mhm. Und wir sehen uns nächsten Freitag wieder, ne? Genau. Was wollen wir da bauen? Hast du schon eine Idee? Ja, ich habe mehrere. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt einen Kaffee trinken und überlegen uns was. Ciao. Aua.